Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Pressekonferenz des Spiels zwischen dem SC Magdeburg und MT Melsungen. Endstand 28:28 vor 6.333 Zuschauern. Zur Halbzeit 14:15. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste: 6 Tore. Michael Allendorf 4-mal vom 7-Meter-Punkt sowie Johannes Selin ebenfalls 6-mal erfolgreich mit einem verwandelten 7-Meter. Auf Seiten des SC Magdeburg 8 Treffer durch Robert Weber, 3 verwandelte 7 Meter und Matthias Musche mit 7 Toren. Soweit diese statistischen Werte. Ich bitte nun die ersten Worte zum Spiel vom Gästetrainer Michael Roth, bitte. Ja, schönen guten Abend. Ja, wenn man hätte mir vom Spiel gesagt, dass wir uns über einen Punkt ärgern in Magdeburg, dann hätte ich gesagt, ja, den nehme ich dann trotzdem mit. Deswegen, ich denke, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht hier in dieser Atmosphäre, auch gegen SC Magdeburg. Erste Halbzeit war noch sehr, sehr ausgeglichen auf Augenhöhe und wir konnten immer wieder gute Dinge machen, haben aber auch dann immer uns wieder mal in kleine technischen Fehler gespielt, was dann Magdeburg ausgenutzt hat. Ich denke, im Positionsangriff haben wir den FCM sehr gut im Griff gehabt. Und gehen dann mit 4 Toren Führung zweite Halbzeit. Und das war einfach dann auch einmal 5 schlechte Minuten, wo wir auch vorne dann 2-3 Bälle verlieren und dann SCM wieder relativ schnell rankommen lassen. Und trotzdem muss ich dann sagen, meine Mannschaft war sehr stabil heute. Ich hatte vom Spiel von der Reifeprüfung gesprochen. Das war nicht das Ergebniswillen, sondern auch von der mentalen Stärke waren wir sehr stark heute. Und waren leider nur am Schluss etwas dämlich, diesen Sieg nach Hause zu fahren. Wir haben den Ball, die 2 Tore Führung und so schnell wie dann ein Spieler von uns geworfen hat, so schnell konnte ich gar keine Auszeit legen, obwohl der am Kampfgericht gesehen hat, meine Absicht. Ja? Er ist richtig erschrocken, aber es war tatsächlich zu spät. Hatte ich auch gleich zugegeben. Ja, und dann haben wir nochmal den Ball und haben eine Auszeit und dann ist einfach genauso ungeschickt, dass ein sehr erfahrener Spieler dann sich da in so eine Situation bringt, wo dann, weiß gar nicht, was überhaupt war, Stürmerfaul oder Schritte oder keine Ahnung. Ja, dann kriegen wir am Schluss noch 7 Meter, wo man auch sagen kann, ja oder nein, aber das ist einfach unsere eigene Schuld. Wir sind so einfach 2-mal den Ball zu früh abgegeben und dann hätten wir hier 2 Punkte mitnehmen können. Andererseits sind wir sehr glücklich, hier so ein gutes Spiel gemacht zu haben. Auch sind wir jetzt das erste Mal im Fernsehen und ich denke, dass alle Fans zu Hause gesehen haben, dass die Mannschaft das Spiel zerrissen hat und wir nach wie vor sehr viel Spaß macht, diese Mannschaft, mit der Mannschaft zu arbeiten. Dankeschön. Dankeschön, Michael Roth. Ja, Gier Svensson, deine Eindrücke. Ja, schön. Guten Abend. Ja, also, ich glaube, man immer die 2 Punkte also holen will und besonders, wenn man zu Hause spielt. Aber ich glaube, am Ende des Tages können wir zufrieden sein. Also, Melsungen momentan. Also sind wirklich stark, kommen hier nur mit 3 Minuspunkten auswärts in Flensburg gewonnen. Und also wenn ich Melsungen vergleiche mit letztes Jahr, so, dann spielen sie momentan also wirklich, wirklich gut, wirklich stark. So, mit unserer Leistung bin ich klar zufrieden. Das Spiel war ganz eng. Also, und es könnte so gehen, dass also beide Mannschaften mit die, also 2 Punkte weggehen könnten. Aber ich glaube, dass am Ende ist das einfach, ja, fair, dass die beide teilen so diese 2 Punkte. Erste Halbzeit lag das eigentlich am meisten bei uns, dass wir haben also nicht gut genug benutzt, Überzahl zu spielen, beide hinten und vorne. Mit das haben wir so, also haben wir einfach nicht gut genug gemacht. Wir hätten das also besser benutzen können. Aber dann langsam, also kommen wir Spiel, so fand ich besser in den Griff, aber trotzdem am Ende also liegen wir auf -2 und ich fand das wirklich stark von der Spielerseite, dass wir haben das geschafft, ja so in 50 Sekunden 2 Tore zu machen. So wie gesagt, am Ende, ich glaube, dass einfach fair ist, dass wir diese 2 Punkte verteilt haben. Danke. Dankeschön, Gier Svensson. Kurz noch ein paar Worte vom Geschäftsführer MT Melsungen, Axel Gerken. Guten Tag. Ja, am Ende sind wir fast ein bisschen enttäuscht, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte es vorher im Hallen-TV, glaube ich, schon gesagt, ist es eine sehr starke Leistung unserer Mannschaft, hier einen Punkt zu holen.
mit dem wir am Ende auch zufrieden sind, gar keine Frage. Auch wenn es vielleicht der letzte Punkt noch mehr hätte sein können. Aber so ist es eben im Sport und wir haben jetzt nächste Woche oder am Mittwoch schon Pokal, da wollen wir natürlich auch gerne weiterkommen und dann spielen wir zu Hause gegen die BHC. Also insofern haben wir auch weiterhin genügend Chancen, noch Punkte zu holen und das hier heute haken wir ab, auch wenn wir, wie unser Trainer sagt, am Ende vielleicht ein bisschen dämlich waren, gehen dann aber frisch und fromm an die weiteren Aufgaben. Nicht nur unserem Trainer macht Spaß, sondern auch mir mit dem Club und mit dem gesamten Team zu arbeiten und wir wollen an die guten Leistungen weiter anknüpfen. Dankeschön. Danke, Axel Gerken. Jetzt das ergänzende Wort seitens SC Magdeburg, Steffen Stiebler, bitte. Ja, also zum Spiel wurde ja eigentlich schon fast alles gesagt. Momentan ist es, glaube ich, so, dass wir nur dramatisch können, wenn man die letzten Spiele sieht. Gegen Berlin haben wir den Punkt verloren. Heute, denke ich mal, haben wir den Punkt gewonnen. Auch von meiner Seite nochmal großen Respekt an die Mannschaft, dass sie sich gerade in der Phase, wo es eigentlich schon fast aussichtslos schien, sich wieder zurückgekämpft haben, an sich geglaubt haben. Sicherlich auch wieder geschuldet durch die super Unterstützung hier zu Hause, 6.300 Zuschauer, sensationell, waren jederzeit dabei. Das war für uns, glaube ich, auch extrem wichtig. Und wir haben jetzt nur 2 Tage Zeit, uns auf das Pokalspiel vorzubereiten. Müssen mal gucken, was mit Seko Musa ist. Da haben wir noch keine genaue Information, was da passiert ist. Da müssen wir erstmal abchecken, was die Ärztin dann sagt. Ich hoffe natürlich, dass er am Mittwoch wieder dabei ist. Ansonsten denke ich mal, können wir heute mit einem größeren Lächeln aus der Halle gehen. Dankeschön. Danke, Steffen Stiebler. Jetzt, liebe Medienvertreter, Ihre Möglichkeit, Fragen an die Verantwortlichen zu stellen. Bitte mit Mikrofon. Ja, Steffen, der Checo Muja hatte sich an der Schulter verletzt oder am Ellbogen? Wo war das? Schulter. Also Schulter wurde noch behandelt während des Spiels. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann danke ich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche den Gästen eine angenehme Heimreise und nächstes Heimspiel SC Magdeburg dann am 15. November, jetzt erst zweimal Auswärtspokal, danach Flensburg, dann ist Länderspielpause. Wie gesagt, 15. November, dann 17.15 Uhr Anwurf gegen den TBV Lemgo. Dankeschön.